ist jetzt nicht mehr so ganz Blasmusik geladen. Jetzt wird es alles ein bisschen ruhiger. Wir haben heuer die Liedertafel in Stadtkapellen gesagt für den zweiten Teil. Schauen wir mal aus, was machen wir denn? Das ist immer die Frage, die wir uns stellen. Und dann hat Cornelia, unser Vorständin, gesagt, Mensch, macht es halt so einen Horgart, wird es in Rohrbach untergebracht. Weil da war kurz vorher Cornelia bei uns einmal zu Gast, bei uns Rohrbach drunten, die Musikantenstammtisch, jeden ersten Mittwoch übrigens, gell, im Monat, wer Lust und Laune hat, kann vorbeikommen. Ein bisschen Werbung muss auch sein. Ja, jedenfalls, das war der Ausschlag, dass Cornelia gesagt hat, Mensch, macht es halt da den zweiten Teil. Dann haben wir mit der Vorständin von Bayern Brauchtum Volksmusik geredet und haben wir dann gewinnen können, die Lausamer Musikanten. Ich glaube, die sind euch alle bekannt, steht in der Zeitung alles drin. Das sind sehr bekannte Musikantenfamilie, spielt seit 13 Jahren, habt ihr mir vorher gesagt, das ist jetzt egal, was der Bolt schon oft bei uns gespielt hat. 13 Jahre seit. Bei Ihnen allen hier im Saal und auch vor allen Dingen bei den Mitwirkenden. Nur nicht auf eine Riesenfreude gemacht, der heutige Abend. Und ich darf Ihnen versichern, dieses Geld wird sehr dezidiert und verantwortungsbewusst im Landkreis Pfaffenhofen wieder verwendet.